Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem YouTube-Channel von RV4 Computer. Wie ihr es ja schon an dem Titel erraten habt, dreht sich es heute um den Windows Fastboot und was sich damit ändert. Und ich würde sagen, erstmal das Intro. Ja, was genau ist Fastboot? Wie schalte ich es ein bzw. wie schalte ich es aus? Und was für einen großen Unterschied bietet mir das? Also ich hocke jetzt hier gerade an meinem Heimrechner, an dem ich die ganzen Videos für euch schneide und präsentiere euch nachher den Geschwindigkeitsunterschied an meinem Laptop, um einfach den Bootvorgang zu zeigen. Also wie stelle ich das Ganze um? Ihr geht hier unten auf euer Startmenü und macht den rechten Mausklick drauf, geht dann zu Systemsteuerung und hier nochmal nur am Rande erwähnt, das Ganze funktioniert nur unter Windows 8 und Windows 8.1. Ob das Ganze unter Windows 10 funktioniert, weiß ich nicht. Werde ich aber demnächst mal testen. Hier unter Systemsteuerung gehen wir dann auf den Punkt Energieoption. Ansonsten müsste das über System und Sicherheit Energieoption gehen. Links an der Seite steht der Punkt Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll. Hier unten befinden sich dann die Einstellungen für das Herunterfahren. Hier können wir den Schnellstart aktivieren, empfohlen. Ist ja auch aktiviert. Wie ihr seht, kann ich jetzt auch keine Einstellungen ändern. Ich kann hier aber jetzt mal drauf gehen, einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar, wie ihr seht, das Schild davor, das heißt Adminrechte werden bevorzugt. Klicken wir drauf und dann können wir hier unten Einstellungen vornehmen. Warum das Ganze hier oben geschützt ist, ist einfach so, damit nicht aus Versehen mal der Haken hier entfernt werden kann. Wenn wir diesen Haken hier entfernen, dann startet der Rechner langsamer. Was für einen Unterschied es gibt, das seht ihr jetzt. So, und ich hoffe, ich konnte euch jetzt dann einen kleinen Einblick zeigen, was das Windows Fastboot so drauf hat, ob sich jetzt wirklich lohnt, es rauszumachen oder nicht, ist euch überlassen, aber ich denke mal, ihr wollt, wenn ihr euren Rechner hochfahrt, schnell einen Rechner, also bleibt Fastboot aktiviert. Und warum kann man das Ganze eigentlich deaktivieren? Wenn ihr mal irgendwie Fehler mit Windows habt, lohnt sich das zu deaktivieren. Und wie er auch dran steht, es ist empfohlen, dieses anzulassen. Und ja, so soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Video. Euer RV Computer. Ciao.